Dann machen wir hier eine kleine Rundtour. Hier sehen wir ihn, den Liberator. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal live kommentieren. Der Liberator ist ein Flugzeugträger, der sich jetzt hier im Süden von der Russland-Map befindet. Wir sehen hier die Landebahn mit verschiedenen Zelten. Es ist eine Safe Zone, so viel kann ich sagen. Da vorne steht schon der erste NPC. Das hier ist der erste NPC. Nein, das ist kein Spieler. Wir sind hier im Singleplayer. Hallihallo, Hallöchen, MageNate ist wieder zurück mit einem neuen Unturned-Update-Video. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar schauen wir uns heute die neueste Version 3.17.0.0 an. Und ich kann im Voraus schon mal sagen, wir haben es hier mit einem richtig geilen Update zu tun. Mit sehr vielen neuen kreativen Inhalten, so nenne ich es einfach mal. Und ich würde sagen, wir schauen uns gerade mal hier die Update-Notes an. Und zwar haben wir den Liberator Aircraft Carrier. Das ist ein Flugzeugträger, der hinzugefügt wurde in Kombination mit den NPCs. Die NPCs hatte ich im letzten Video schon mal erwähnt. Hier sehen wir es. Das sind Bots, das heißt computergesteuerte Figuren, nenne ich es einfach mal kurz. Und knackig. Also computergesteuerte Charaktere, mit denen ihr interagieren könnt. Und mehr oder weniger auch. Ihr könnt damit mit denen sprechen. Und die geben euch dann teilweise auch Aufgaben. Wir sehen es hier, anything I can help with. Da könnt ihr fragen. Und dann gibt euch der Charakter eine Aufgabe. Dann könnt ihr die annehmen und müsst die dann dementsprechend erfüllen. So, dann haben wir hier, was haben wir noch? Edit NPCs. Okay, das habe ich schon erwähnt. Und das neue Dialogen Vendor System. Dann haben wir Edit Quests. System and Menü Text into Gameplayer List. Quest System. Ja, okay, das sind dann eben diese Aufgaben, die ihr da erfüllen müsst. Und dann haben wir das Reputation System. Das ist auch was sehr Interessantes. Und zwar geht es da um den Ruf. Das heißt, wenn ihr Spieler auch online auf einem normalen Server tötet, nimmt euer Ruf ab. Macht ihr irgendwas Gutes, wahrscheinlich wenn ihr diese Aufgaben erfüllt, mit den in Kombination mit den NPCs, dann nimmt euer Ruf zu. Das heißt, andere Spieler können ihn auch einsehen. Und wenn jemand dann ganz schlechten Minusruf hat, sage ich mal, also weit ins Minus geht, und dann dementsprechend rot in der Serverliste, in der Playerliste angezeigt wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der sehr schießfreundlich ist und euch bei der ersten Gelegenheit gleich umlegt. Wenn jemand natürlich sehr, einen sehr guten Ruf hat, dann lässt das darauf schließen, dass ihr mit dem auch mal das ein oder andere Wörtchen reden könnt. Finde ich auf jeden Fall eine nice Sache, denn das gibt dem Ganzen vielleicht mal wieder einen neuen Push. Dass man nicht immer gleich drauf schießt, wie im PvP eben. Gut, dafür gibt es PvE-Server, aber naja. Ansonsten hat er noch geschrieben, es sind noch nicht alle Features hinzugefügt worden. Das heißt, im Moment sind die NPCs noch starr, das heißt, die stehen nur auf der Stelle, bewegen sich nicht groß, beziehungsweise ich weiß gar nicht, vielleicht die Köpfe bewegen sich, habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Aber die werden in Zukunft sollen sie auch mal rumlaufen auf dem Flugzeugträger. Er wird auch noch den Rest von den Fragen für den Dialog hinzufügen. Und dann will er noch sowas hinzufügen. Wo steht denn das Ganze? Jetzt muss ich gerade mal kurz schauen. Ja, hier zum Beispiel. Und zwar, wenn ihr einen schlechten Ruf habt, dann wird der Kapitän von diesem. Also beispielsweise jetzt der Kapitän von diesem Flugzeugträger ein genaueres Auge auf euch werfen. Auf Spieler mit schlechtem Ruf. Also solche Sachen, da kann er auf jeden Fall viel rausholen aus der Geschichte. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal vor Ort an. Und zwar müssen wir da auf die Russia Map. Ich glaube, ich bin sogar schon beim Flugzeugträger. Und ich würde jetzt sagen, das ist auch alles, was wir uns heute anschauen. Vielleicht machen wir noch eine Mission zusammen. Okay, jetzt machen wir erstmal Add Time. Oh, Add Day, wenn schon. Sonst müsst ihr ja noch was dahinter schreiben. Und dann würde ich sagen, nehme ich mal kurz die Cinematic-Perspektive.
So. Dann machen wir hier eine kleine Rundtour. Hier sehen wir ihn, den Liberator. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal live kommentieren. Der Liberator ist ein Flugzeugträger, der sich jetzt hier im Süden von der Russland-Map befindet. Wir sehen hier die Landebahn mit verschiedenen Zelten. Es ist eine Safe Zone, so viel kann ich sagen. Da vorne steht schon der erste NPC. Das hier ist der erste NPC. Nein, das ist kein Spieler. Wir sind hier im Singleplayer. Hier unten haben wir noch einen Chat. Ich werde einfach mal hinten reinfliegen. Und ich habe jetzt diese geile Kamera da aktiviert. Wow, krass. Hier sehen wir diesen Eingang. Wunderschön. Eine Mechanikerin. Vielleicht ist es auch ein Mechaniker. Der hat sich sogar bewegt. Hier haben wir eine Fabrik. So ein, oder beziehungsweise ein Forschungsraum. Hier einen verrückten, einen verrückten Professor. Und hier sehen wir diese Türen. Die werde ich jetzt mal nicht. Da werde ich mal nicht zeigen, was dahinter ist. Das werden wir uns gleich anschauen. Wir haben hier die Küche mit dem Chefkoch. Wir haben hier eine Putzkraft, soll das sein, eine Reinigungskraft oder vielleicht auch ein Mechaniker. Hier einen kleinen Raum, natürlich, darf nicht fehlen. Die Langhandelbank und die Kurzhandeln. Um da mal ordentlich zu pushen, wenn einem auf dem Schiff langweilig ist. Und ich würde sagen, den Rest schauen wir uns dann gemeinsam an. Ich würde sagen, let's go. Wir schwimmen direkt mal hinten rein. Oder wir gehen. Nee, ich glaube, vorne kommen wir einfach nicht hoch. Wir müssen hinten rein schwimmen. Oh, ich sehe gerade mein Essen und Trinken. Ich muss kurz was snacken. So, da sind wir auch schon. Ach, in der Safe Zone kriege ich keinen Lebensabzug, wenn ich Essen und Trinken. Wenn mir Essen und Trinken fehlt. Finde ich eine coole Sache. So. Ich hole mir gerade noch was zu snacken. Zu snacken. Damit ich da eben kurz ausgestattet bin. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal den ersten NPC an und fragen ihn, was er zu sprechen. Was er zu. Also, wir unterhalten uns mal. Und schauen, was er uns zu sagen hat. Hello. Natalie ist der Name. Also doch ein Mädchen. Oder eine Frau, besser gesagt. Hatte ich doch richtig. Ah, okay. Hier fehlt es schon der Dialog bei diesem Charakter. Das heißt, das sind die. Den noch hinzufügen, habt ihr gerade gesehen, wie er mir hinterher geschaut hat. Dreht sich auch zu mir. Und in Zukunft, denke ich, werden die dann auch rumlaufen. Den Professor, mit dem habe ich mich noch nicht unterhalten. Hallo Professor. Kann man vielleicht winken? Schaut mich an. Okay, mit dem können wir noch nicht reden, der ist rot. Wahrscheinlich müssen wir da erst mit jemand anders sprechen, um mit dem Professor ins Gespräch zu kommen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Wen haben wir denn hier? Oh, ein Gefängnis haben wir hier. Wir sehen auch die neuen Objects, die er hinzugefügt hat. Zum Beispiel diesen Generator, der auch Sound erzeugt. Und diese Rohre sind, glaube ich, auch neu. Und eben diese Türen, den ganzen Flugzeugträger. Hier die Betten. Diese Bedrolls. Need any help, hang tight. Need any help. Okay, wir sollen ihm einen upgraded Cake backen. Und würden dafür 10 Experience bekommen. Ich lehne das Ganze jetzt mal ab. Sag, häng weiter hier rum im Knast, bleib weiter in deiner Zelle. Und wir gehen einfach mal eins weiter. Können wir auch noch nicht mitreden. Haben wir das Arztzimmer. Ich finde es mega nice gebaut hier. Oh, war ich hier schon? Ja, ich glaube, hier war ich auch schon. Hier haben wir verschiedene Betten. Wir sehen auch hier die neuen. Zeig's mal hier. Diese neuen Lampen. Habe ich noch nicht leuchten sehen. Hier kann ich es auch nicht anschalten. Mir geht ins Treppenhaus, da gehen wir später hin. Jetzt sagen wir erforschen erstmal alles auf diesem Stock. Hier, ich glaube mit dem Koch, ja, der ist grün, damit mit dem können wir reden. Das heißt, wir haben so ein bisschen ein Story-Feeling mit diesen verschiedenen Charakteren, mit denen wir interagieren können. Where do you get the supplies? Woher bekommt er eben seine Rohstoffe? Beziehungsweise, ja, mit denen er kocht. Er sagt, Sam. Manche kommen von Farmen, also von Bauern in der Umgebung, also von Bauernhöfen, welche sie geklärt haben, das heißt gecleant, gesäubert, von den Zombies wahrscheinlich. Andere sind Rationen, was Recover, okay. Oder welche, oder teilweise werden auch Besucher mit ihm
komm mit ihm in Interaktion und handel mit ihm. Zum Beispiel der Pirat oben auf dem Deck hat ihm Fisch gegeben. Okay, interessant. Sieht so aus, als wäre ich nice. Okay, er will wissen, ob ich mit ihm gerne ein paar Sachen tauschen würde. Jetzt kann ich hier sagen, I'd like to trade. Hier kann ich jetzt Sachen kaufen. Ich habe sogar Experience. Ich kaufe mir jetzt beispielsweise mal gerade so einen Fisch. Geht nicht. Geht, wie funktioniert denn das? Ach, hat er nicht. 0 von 1. Ach, der hat noch gar nichts. So wie es aussieht. Ah, okay. Hier kann ich die kann ich kaufen. Selling. Ach, die kann ich verkaufen. Okay. Part fresh, part stale, army rations. Leonard heißt er dann wahrscheinlich. Fresh Food Market. Aber eigentlich buying bedeutet kaufen, selling bedeutet verkaufen. Deswegen habe ich gedacht, ich verkaufe die. Aber er verkauft die. Und die hier wird er kaufen. Von mir. Und das verkauft er. Hello, jetzt sage ich goodbye und dann gehen wir weiter. Sprechen wir mal mit dem hier. Ja, können wir. Hier, Rusty heißt er. Need any help. Find white paint. Touch up Liberator. Jetzt seht ihr hier, jetzt kriege ich 50 Experience Points und 5 Reputation, aber das mache ich jetzt nicht. See ya around, sag ich. See ya. See ya around. Man sieht sich. Ich krieg jetzt raus nach oben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt ins Treppenhaus, weil da gibt es auch noch das ein oder andere zu entdecken. Hier zum Beispiel, da haben wir einen Knastpuder. Hey, my man. Say the word if you want me to hook you up. I've got all the best deals. Okay, ja, die besten Deals am Start. Dann schauen wir mal. Show me what you've got. Zeig mir, was du hast. Ich frag mal, warum er sich hier unten versteckt. Ah, Missverständnis mit der Police. Es ist ja in Schwierigkeiten geraten, so wie es aussieht. Hier ist ein anderer guter Freund, der T-Rex, den wir eben in der Zelle gesehen haben. Der ist auch ein bisschen in Probleme geraten. Okay, ich soll zu ihm gehen und sagen, ja, Servus, ich soll den Gruß sagen von deinem Kollege, Piriso. Jetzt kann ich hier, show me what you got. Natürlich, Baseball, oh geil, eine Hockeymesse, die kaufe ich jetzt mal. Pumpkin Snowball. Steely Wheelie Automobili will er haben, natürlich. Das will er haben, da gibt er mir 25 für. So, jetzt breche ich das Ganze mal ab. Geil, eine Hockeymask. Nice. Die habe ich schon ganz vergessen gehabt. Ziehe ich mir aber jetzt mal auf, die gute Hockeymask. Ihr seht, jetzt haben wir hier den Riesengang, der nach oben führt. Also der Liberator hat mehrere Stockwerke. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Da vorne steht noch jemand. Das ist der Pirat, von dem derjenige unten eben gesprochen hatte. Der Pirat, der oben auf dem Deck steht. Der angelt, okay. Talk. Ja. Any luck? The usual small ones. I'll get that. Okay. Nur die üblichen kleinen. Ich kann hier schreiben, need any help. Ein upgraded fishing rod soll ich craften. Until next time, sage ich jetzt. Hat er mir jetzt so eine Angel gegeben? Ne, ich muss jetzt eine Angel finden. Das heißt, ich begebe mich gerade mal ganz kurz, teleportiere ich mich an irgendeinen Hafen. Oder sagen wir mal an den Camp Samara. Add Teleport mit dem Upgrade Kit. Geil, das ist natürlich mega nice. Das ist auch neu, das Upgrade Kit. Vielleicht finde ich hier was. Oh. Na gut, macht eh nichts. Hab das Ganze deaktiviert. Hier vorne könnte ich was finden. Dauert mir jetzt alles hier zu lang. Jetzt will ich mal ganz kurz noch was testen. Ich frage mich, warum er die alten Sounds wieder hinzugefügt hat. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Oder ob das nur bei mir so ist, dass ich die alten Sounds habe. Eine Angel bräuchte ich.
Eine Fishing Rod. Ich will den Piraten helfen. Aber wenn ich hier keine finde, ich bräuchte irgendwo einen Hafen oder so. Ach, es gibt ja einen Hafen. Ich mache einfach mal Zoom out. Kiff grad Harbor. Dann vielleicht gehen wir mal zur Chesky Farm. Nee. Camp Belaya. Vielleicht finden wir hier eine. Ich hoffe doch sehr, dass wir eine finden. Ich könnte natürlich auch eine cheaten. Dafür müsste ich wieder die Internetseite aufmachen. Fishing Top spawnt hier schon mal. Noch ein Fishing Top. Da muss doch irgendwo eine Angel sein. Das gibt's ja nicht. So, es nervt mich bitte hier nicht. Doofen Zombies. Wirklich, aber sowas von. Ein Paddel haben wir, alles haben wir, nur die scheiß Angel nicht. Entschuldigung. Also ich gehe mir jetzt wirklich auf den Senkel, dass ich die nicht finde. Das ist ja ärgerlich. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Wo könnte man da nochmal vorbeischauen? Das ist eine gute Frage. Camp Alexandre. Machen wir mal Add Teleport. Ach, ich habe ja schon. Camp Oleg Sandre. Ja, da könnten wir auch eine Angel finden, definitiv. Also wenn wir hier keine Angel finden, wo dann? Ja, hier haben wir auch wieder die Fishing Tops. Aber die Angel sehen wir nicht. Hier im Schrank, nichts drin. So, Double Headshot. Einen kleinen FPS-Drop. So. Eine Angel brauchen wir, eine Angel. Gibt's doch gar nicht. Dass wir hier keine finden. Sehr, sehr ärgerlich. Wir haben hier auf jeden Fall einen Haufen Schrotmunition. So, dass wir den hier auch mal abgehängt haben. Alles ist da, nur eine Angel nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich eine Angel craften kann. Wahrscheinlich schon. Ich weiß leider nicht wie. Von daher, sonst hätte ich es natürlich schon gemacht. Gute Frage, wo wir noch eine Angel finden. Vielleicht findet man tatsächlich in der Farm eine, aber Camp Katzan, da waren wir noch nicht. Ah, da könnte man eine finden. Camp. Eigentlich mal Katzan. Das ist, glaube ich, das mit dem. Ah, ja, genau, da sind wir hier. Wenn wir hier keine Angel finden, dann werde ich definitiv die Internetseite auspacken. Wieder eine Säge, nur eine Handsäge. Ihr seht, so ein bisschen Spielerfahrung habe ich dann doch schon. Bogen droppen sie mir, aber ich brauche doch eine Angel. Wie oft denn noch? Also das ist dann wirklich so ein Singleplayer, wo er dann die Aufgaben erfüllen müsste, wo er rumlaufen kann. Das kennt man auch aus von anderen Spielen. Aber ich finde es mega nice, dass das Ganze in Unturned hinzugefügt wurde. Und ich suche jetzt wirklich hier nochmal alles ab nach einer Angel. Wird das Ganze natürlich live festhalten. Vielleicht müssen wir einfach mal das Farmer, die ganze Angelkleidung anziehen, dass wir bessere Chancen haben. Ja, da haben wir eine. Endlich haben wir eine Angel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt gehen wir hier auf Craft. Müssen wir wahrscheinlich. Wo können wir die upgraden? Denken hier? Nee, hier können wir wahrscheinlich alles zerlegen. Doch. Och nee. Wir brauchen noch. Okay, jetzt ist es Zeit wirklich definitiv für die Internetseite. Unturned Bunker Wikia kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Könnt ihr euch alles raussuchen. Ich wusste nicht, dass ich so viel brauche, plus dieses Upgrade Kit. Sonst dauert mir das Ganze jetzt hier zu lang. Die werde ich auf jeden Fall, ich vergesse immer, die zu verlinken, beziehungsweise ja,
Hab's ja noch nicht verlinkt. Aber da können wir ganz einfach mal alles suchen. Wir brauchen einen Dynamite. Oder wie nennt man das? TNT vielleicht? Raw Explosives 73. Wie viel brauchen wir da? Head Gif 73. Haben wir. Ja, genau, haben wir. Was wird das dann denn für eine kranke Angel? Frage ich mich gerade. Mit. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Nails. Nails und Wire. Zwei Wire, einmal Nails. Okay, das kriegen wir hin. Wire, Barbed Wire. Nee, nicht Barbed Wire. Wire, nur Wire 65. Et give 65 slash 2. Genau, und dann brauchen wir noch Nails. Einundsiebzig, okay. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Angel wird. Och nee, ich brauche noch Skills. Ah, ich habe zum Glück noch Skill Points. Crafting hoch. Zack. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Ach so, Crafting 2. Jetzt haben wir es aber. Endlich. Jetzt komm her, du Angel. Wo ist es jetzt hin? Da ist er. Die sieht ja mal mega nice aus, diese Angel. Ich werde mich jetzt gleich mal zum Liberator. Was habe ich vertippt? Ich will mal kurz damit angeln. Wahrscheinlich explodieren die Fische, wenn sie anbeißen, oder wie? Man sieht da schon den Fisch schwimmen, oder sieht es nur so aus? Ich hole ganz kurz nochmal raus. So, das war ein perfekter Wurf. Jetzt können wir hier noch ein bisschen den Angelsimulator 2016 spielen. Kostenlos hier in Unturned erhältlich. Klar, zu zweit wäre es auf jeden Fall spannender. Was blubbert denn da unten so? Da könnte man natürlich jetzt noch ein Bierchen oder eine Cola trinken, ein paar Chips essen und sich ganz gediegen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber ich habe ihn trotzdem bekommen. Mega nice. Die Angel hat es echt drauf. Was haben wir denn gezogen? Ich habe 3 Experience bekommen, aber wo ist der Fisch hin? Komisch, ich sehe ihn nicht. Naja, egal. Ich würde sagen, wir bringen die Angel dem Kollegen da vorne. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich werde wahrscheinlich eine Belohnung bekommen. Und der wird sich mit Sicherheit freuen, dass ich ihm die Angel bringe. Ja, ich habe die ultimative Fishing. Das ist die ultimative Angel gebaut. Okay. Jetzt will er die Angel gar nicht, oder wie? Ich glaub's nicht. Wir sehen doch da sowas an der Oberfläche. Das ist der Fisch. Tatsächlich sieht man den jetzt. Der knabbert da an meinem Köder rum. Gleich, wenn die Angel anfangen zu zittern, dann müsst ihr immer ziehen. Und um sie optimal auszuwerfen, müsst ihr lang gedrückt halten und dann den Balken, sobald er grün ist, loslassen. Das heißt, er erfordert ein bisschen Timing. Dann geht das Ganze wahrscheinlich auch schneller. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie lang die Folge schon läuft. Und dann sehe ich gar nicht. Doch, 24 Minuten, okay, wir sind schon lange in der Aufnahme. Ich habe eigentlich ein kürzeres Video geplant, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal. Wir haben ja noch nicht alles angeschaut. Wir gehen mal weiter. Ich weiß es nicht, warum er die Angel nicht genommen hat. Vielleicht wird das Ganze noch ein bisschen abgeändert. Hier sehen wir diese Zelte. Hier sehen wir nochmal so ein
Chat, vielleicht wird er mal hinzugefügt, dass man den auch tatsächlich fliegen kann. Weil das hier ist jetzt nur Deko. In der Safe Zone. Und hier haben wir noch einen anderen Kerle. Wer ist denn das denn? Mit dem können wir noch nicht reden. Okay, dann gehen wir einfach mal hoch. Und schauen mal oben nach. Die Angel haben wir jetzt nach wie vor noch. Es gibt also eine neue Angel. Vielleicht kann man dann die da auch online craften. Hier haben wir diesen klassen Schrank, den wir kennen. Hier haben wir nochmal so ein Schlafzimmer vielleicht. Das Schlafzimmer von der Crew. Hier oben haben wir auch die Crew. Sind diese Dinger hier neu? Die gab es vorher nur immer mit Schalthebel, nicht mit so verschiedenen Anzeigen. Die sind definitiv neu. Da bin ich mir sicher. Und wir haben hier jede Menge Leute zum Reden. Sprechen wir mal mit dem Major Len. Sorry to bother you. Okay, der knurrt uns nur. Der krumpelt. Nur aggressiv über uns. Commander Lawrence. Er freut, er sagt, schön, dass wir dich mit dabei haben. Okay, eine Mission für uns. Get Broadcast Repair Kit. Das kenne ich noch gar nicht. Fix von Broadcast. Broadcast Tower. Die Challenge machen wir noch. Die klingt interessant. Okay, ja, ist sicher, da wird keine Komplikation aufgehen. Haben wir jetzt dieses Repair Kit bekommen oder wie? Wo soll ich denn dieses Repair Kit herbekommen, ist die Frage. Na egal, dann lassen wir die Mission doch sein. Reden nochmal mit Captain Sydney. Anything to report. Can I join the Coral? I'm sorry, but I don't. Ich wollte fragen, ob ich der Crew joinen kann wahrscheinlich. Oder hier dem ganzen Bund. Okay, falls er sieht, dass er... Okay, alles klar. What ranks are there? Okay, es gibt den Major, das ist der Leader von dem ganzen Squad. Den Leutnant. Deputy of to the Major. Soldier in the Squad. Okay, der Ensign ist der Soldier. Weiter. Den Admiral gibt's. Den Captain und den Commander. Er ist der Captain. Der Commander ist die rechte Hand vom Captain. Like Lawrence hier. Okay, das ist der Herr, den wir links sehen. Rechts voll steht lustigerweise auch rechts von dem Nothing to Report. Okay, er sagt, sie nehmen erst neue Leute in die Crew auf. Sobald er sieht, dass sie sich etabliert haben, indem sie irgendjemand geholfen haben. Das heißt, wenn wir jetzt die Mission von Lawrence hier erfüllen, sehen wir die Missions irgendwo eigentlich? Das ist eine gute Frage. Hier steht es Vigilant. 5, das ist wahrscheinlich mein... Okay, das hat wahrscheinlich mit dem... Mit dem Ruf zu tun, von dem wir vorhin gesprochen haben. Hier sehen wir den auch, Spy. Können wir einen Screenshot machen? Okay. Ach, und hier haben wir auch die Quests. Ah, okay, hier haben wir jetzt... The one that got away. Okay, wir sollen ein Raw Squid. Ist ein Tintenfisch. Okay. Sollen wir fangen. Mit der Angel sollen wir einen Tintenfisch fangen. Krass. Also es ist wirklich on air. Okay, get the broadcast repair kit und dann sollen wir die Türme reparieren. Also ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen Cut. Angel mal so na, und versuche so einen Tintenfisch zu angeln. Und versuche auch dieses Repair-Kit zu finden. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen mitspielen. Es macht mir bisher sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, Unturned kriegt dadurch eine ganz neue Form. Und die will ich mir auch nicht entgehen lassen. Also bis gleich. So, ich melde mich nochmal hier zurück. Wir sehen, es stürmt. Und ich bin immer noch am Angeln. Habe es hier wieder was gefangen. Was haben wir denn gefangen? Ich habe schon einen Haufen Fische gefangen. Und meine Aufgabe ist es ja, wie gesagt, diesen Tintenfisch zu fangen.
der allerdings nur sehr selten ist. Was mir jetzt hier direkt auffällt, der Liberator ist bei Nacht beleuchtet. Wir sehen hier diese Landebahnleuchte, das heißt, es sind alles Leuchten. Wir haben hier diese neuen Lampen, die die Schrift beleuchten. Außen haben wir rote Leuchten, wir haben innen diese Lampen, die jetzt alle strahlen bei Nacht. Ich finde das so mega nice gemacht. Und was mir jetzt eingefallen ist, was wir jetzt kurz machen werden. Und zwar habe ich jetzt einen Haufen Fisch gefangen. Den kann ich jetzt einerseits beim Koch verkaufen. Andererseits, ihr müsst immer so überlegen, welchen Charakter kann ich wo einbinden. Das hier oben ist ja ein Mechaniker, so wie ich das sehe. Ach, ich kann trotzdem noch nicht mit ihm reden. Gehe ich mal hier runter. Ach, wie geil das aussieht bei Nacht. Mega nice. Ja, genau. Eben habe ich ja die Aufgabe bekommen, ich soll so ein Broadcast Repair Kit beschaffen und damit die Türme reparieren. Jetzt habe ich gedacht, woher bekomme ich sowas überhaupt? Ich habe das nicht in der ID-Liste im Internet gefunden. Und ich habe davon auch noch nie gehört. Deswegen müssen wir das Ganze mit den Charakteren kombinieren. Das heißt, wir haben jetzt hier die Mechanikerin. Die können wir fragen. Sie sagt, das ist nichts Spezielles. Ah, okay. Und jetzt haben wir schon dieses. Goodbye. Jetzt haben wir schon dieses Pack bekommen. Ich schau gerade mal, wo ist es denn? Wo ist es? Ich sehe es gar nicht. Sie hat mir scheinbar auch gegeben, aber ich sehe es nicht. Naja, komisch. Ich frage nochmal. Nee, kann nur Goodbye sagen. Vielleicht wird es auch gar nicht angezeigt. Komisch, komisch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz hoch. Ja, wir müssen das Ganze immer kombinieren. Diese Aufgaben. Das heißt, hängt alles wiederum zusammen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hoch. Gucken, ob wir jetzt mit diesem Mechaniker sprechen können. Vielleicht kann der uns auch so ein Repair-Kit geben. Oder der vorne auf dem Gang. Ne, mit dem können wir immer noch nicht reden. Der ist immer noch rot. Und ich denke, die Folge wird ein bisschen länger, aber sie wird auf jeden Fall spannender werden. Wir gehen jetzt hier mal zu dem Koch. Jetzt sage ich allen, ich will traden. Und jetzt verkaufe ich dem die ganze Fische. Hier. Die ganzen Fische, den ich geangelt habe. Okay, die kleinen Fische will er gar nicht. Schade. Jetzt habe ich aber wenigstens schon mal. Goodbye. Jetzt gehen wir mal hier zu dem hier. Okay, der will nur Hilfe. Ich weiß es nicht, ob ich dieses Kit bekommen habe und was diese Türme sind, die ich reparieren soll. Das ist die Frage. Welche Türme? Hier auf dem Liberator, vielleicht die ganz oben. Genau, diese Satellitentürme sollte ich vielleicht reparieren. Dann gehen die Lichter vielleicht auf grün. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich damit in Verbindung stehe. Ich gehe jetzt einmal noch ein Stockwerk höher. Gucke, ob ich da aufs Dach komme. Reden wir mal noch mit dem Police Officer. Ach, hier kommen wir ja raus. Da geht auch eine Leiter hoch. Irgendwie brauche ich jetzt dieses Repair Kit, aber ich sehe es nicht. Upgrading Fishing Rod. Da ist nirgends ein Repair Kit, was ich jetzt sehen kann. Ich gehe einfach nochmal kurz runter. Zu der Dame und spreche nochmal mit ihr. Sie sagt mir jetzt nur noch Goodbye. Vielleicht muss ich auch einfach kurz zu dem Officer, von dem ich die Aufgabe bekommen habe. Wo geht's denn hier hin? Nirgends, komisch. Ja, von der Leiter kann man reinspringen. Gut, dass ich es auch jetzt weiß. Wir gehen nochmal hoch zum Sir oben. Ansonsten schaue ich mich nochmal um und melde mich, sobald es wieder ein neues gibt. Beziehungsweise jetzt lasse ich gerade nochmal die Folge laufen, bis wir mit diesem Captain gesprochen haben. Vielleicht hat der uns noch was Neues zu sagen. Nothing to report. Auch mit dem haben wir nichts. Okay, der scheint ein bisschen grimmig zu sein. Ich kümmere mich nochmal um dieses Repair Kit. Und schaue, wo ich das Ganze herbekomme. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. So, Freunde, ich bin schon wieder ein Stückchen gereist und befinde mich jetzt hier in St. Petersburg vor dem Hardware Store. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht der denn vor einem Hardware Store? Warum ist er nicht auf dem Liberator? Ich habe eine neue Quest. Oh, eine ist schon wieder weg, sehe ich gerade.
Fresh Coat of Paint. Und er sagt hier, steht, da müsst ihr mal durchlesen. Der Rusty, das ist so ein Mechaniker, mit dem ich, oder diese Putzkraft, mit dem ich nochmal, vielleicht ist das auch ein Hausmeister, ich weiß nicht, mit dem ich nochmal gesprochen habe, der hat gesagt, weiße Farbe wäre ganz gut und die finde ich wahrscheinlich hier im Hardware Store. Und jetzt schauen wir einfach mal durch. Glue braucht man nicht. Tape Rope auch nicht. Das ist dann quasi wie so ein Story Mode, muss man sagen. Hier ein Unturned. Da haben wir sie, White Paint. Vielleicht finden wir noch mehr. Nee, brauchen wir auch nicht mehr. Ich würde sagen, jetzt gehen wir Add Teleport zurück auf den Liberator. Die Lichter leuchten noch. Und dann gehen wir einfach mal zu dem Rusty runter und reden nochmal mit dem. Also mir macht es wirklich unheimlich viel Spaß, hier diese Missionen zu erledigen. Achso, ich soll ja noch. Was soll ich denn noch machen? Die Mission war ja noch nicht zu Ende, fällt mir gerade ein. Aber wieso ist denn jetzt eine weg? A fresh coat of paint. Okay. The Great Escape. Okay, die Mission mit dem Reparieren ist weg. Von den Towern. Die werde ich gleich nochmal checken. Aber wir müssen jetzt hier. Was ist denn das? Lol, was ist das denn? Komisch. Damit kann ich jetzt echt nichts anfangen. Ich konnte da eben so einen Screenshot machen. Wenn jetzt hier kann ich es auch wieder machen. Inventory. Wo ging das nochmal? Ging das hier irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Aber was ist denn das? Vielleicht kann es jemand mir sagen. In den Comments. Egal, ich werde jetzt mal weitergehen. Spy. Slay. Kill plus Permanent Ban. Refresh. Wie eine Überwachungskamera oder wie? Da können wir dann sehen, wenn jemand was unanständig. Dann können wir den killen und bannen. Vielleicht für den Server-Admin ganz interessant. Wir gehen jetzt mal hier hoch und gucken, was wir mit dem weißen Eimer anfangen müssen. Ganz nochmal kurz die Quest checken. Touch up Liberator. Ah, okay, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss wahrscheinlich hier oben. Wo ist der Farbeimer jetzt wieder hin? Hä? Jetzt ist der, den Farbeimer hatte ich noch mitgenommen. Ist das wirklich noch buggy? Ich weiß nicht, ob das. Ob ich den jetzt unsichtbar im Inventar habe. Ah ja, ich kann jetzt hier Paint. Genau, jetzt habe ich das Ganze hier wieder nachgezeichnet. Sieht es schon wieder besser aus. Ah, okay, und so kann ich dann auch die Türme. Diese Funktürme reparieren mit dem Repair Kit. Das heißt, das Repair Kit wird nicht angezeigt. Aber wir können es trotzdem nutzen. Das heißt, ich werde mich gleich nochmal um die Funktürme kümmern. Sage ich, I finished painting. Thank you for your help. I caught a peak while cleaning and I must say. Er sagt, es sieht deutlich besser aus. See you around. Okay, jetzt haben wir die Mission erledigt. Haben dafür ein paar Sachen bekommen. Vor allem Punkte haben wir bekommen. Ah ja, jetzt sehen wir hier Constable 10. Also ich habe jetzt einen besseren Ruf bekommen. Und ich schaue ganz kurz nochmal beim Mechaniker vorbei. Es gibt ja noch jede Menge, was man hier machen kann mit dem Doktor etc. Okay, ich muss wahrscheinlich trotzdem noch die Türme reparieren. Hier könnt ihr übrigens an die Leitern können rüberspringen. Na, wenn ihr was richtig macht. So. Und hier könnt ihr ganz hoch. Und ich würde sagen, spielt auf jeden Fall mal im Singleplayer mit. Mit dem kann ich immer noch nicht reden. Vielleicht fehlen da einfach noch die Dialoge. Den Tintenfisch muss ich noch fangen. Das ist aber ein sehr, sehr großer Aufwand, weil der ist sehr selten. Das heißt, wenn er da angelt, müsst ihr schon eine Weile angeln, um den an den Haken zu bekommen. Ich gehe jetzt mal kurz hier hoch und schau mal, ob ich die Funktürme reparieren kann. Das müssen die hier sein. Oder die hier oben. Oder die hier sind alle in Ordnung und ich muss aufs Festland gehen. Und dort die Funktürme reparieren. Weil hier sehe ich. Ihr seht, da kann ich nichts machen. Ich nehme mal Add Give
333 und Fernglas. Spot mal hier ab, ob ich hier einen Funkturm eh nur sehe. Ne, ich sehe keinen. Ach, vielleicht ist es ja die Mission, diese Funktürme zu aktivieren. Das heißt, man kann auch nicht immer alles hier erledigen. Den muss ich noch einen Kuchen backen. Ich gehe einfach nochmal einen Stock runter. Wenn nicht, werde ich jetzt hier die Folge beenden. Ah, okay, jetzt habe ich die Mission wieder. Die ist irgendwie flöten gegangen. Nothing to report. Habe ich sie jetzt wieder, die Mission? Yes. Yes, jetzt habe ich sie wieder. Das Repair-Kit habe ich ja schon. Hier kann ich nichts reparieren. Und oben kann ich, glaube ich, auch nichts reparieren. Das heißt, ich muss die. Oder? Ja, ich kann hier nichts reparieren. Das heißt, ich muss die Funktürme auf der Russland-Map reparieren. Und die erstmal finden. Das heißt, es ist ein ganz schön großer Aufwand. Ich schaue jetzt hier mal kurz on air. The Russian Radio Towers working again to broadcast to any survivors still out here. Okay, wir lesen es ja hier schon. Die russischen Türme muss ich wieder, die russischen Funktürme wieder an den Start bringen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal bei den Funktürmen, wenn ich die ganzen repariert habe. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Ich habe mich doch entschieden, die Funktürme nicht zu reparieren. Dafür möchte ich euch nochmal kurz eine Einstellung zeigen, bevor ich die Folge beende. Und zwar bei Options. Könnt ihr hier jetzt seit neuestem, seit es diese Funktion gibt, auch das Animated oder das Instant Talking einstellen. Ich werde das mal kurz auf Animated, auf Instant stellen. Das heißt, der Charakter wird sich nicht mehr. Oder wird er sich noch? Ich gehe mal kurz auf Animated. Animiertes Gespräch. Okay, ihr seht, dann dauert bei Instant kommt direkt das, was er sagt. Bei Animiertes wird es so teilweise gesagt. Ich denke, da kommen vielleicht auch mal noch Spracheffekte hinzu. Im nächsten Update, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde die Mission vielleicht noch, die eine oder andere Mission noch erledigen. Vielleicht fange ich ja noch so einen Tintenfisch oder was auch immer. Ich habe jetzt mal ein paar Aufgaben. Und ich würde sagen, das war's mit dem neuesten Update. Wir sehen hier hinten diesen Liberator. Ich finde es immer noch ein mega gutes, mega gelungenes Update für Unturned. Ich bin mal gespannt, was, ob das Ganze auch online verfügbar ist, weiß ich nicht. Es wird natürlich für Roleplay sorgen. Es wäre ja cool, wenn man im Team rumlaufen würde und dann solche Aufgaben erfüllen könnte. Weil PvP wird irgendwann auf Dauer auch mal irgendwie langweilig, wenn man immer nur PvP macht. Und ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich habe noch keine genaue Vorstellung, was das nächste Video sein wird. Allerspätestens auf jeden Fall nächstes Wochenende zum nächsten Update-Video. Und ja, ich denke, vielleicht mache ich auch nochmal einen Mod-Test. Ihr könnt mir jederzeit Vorschläge in die Kommentare schlagen. Also reinhauen. Immer schön Vorschläge. Ich werde dann eventuell nochmal eine Abstimmung vereinbaren. Also nochmal vonstatten gehen lassen. Eine Abstimmung übers nächste Video, wenn er da irgendwie gute Ideen bringt. Und dann würde ich sagen mal, bis dahin, danke fürs Zusehen. Ciao. Confirmed.